Wir lösen eine einfache Gleichung. Warum? Weil wir wissen wollen, welchen Wert x hat. Hier ist die Gleichung. Die Gleichung 7x minus 4 plus 2x gleich 52 minus 5x. Wir fassen die x-Variablen zusammen. 9x minus 4 gleich 52 minus 5x. Und jetzt rechnen wir immer das Gegenteil. Dabei schreiben wir unsere Rechenschritte hinter einen Querstrich neben die Aufgabe. Wir rechnen plus 4. Links heben sich plus 4 und minus 4 auf. Rechts rechnen wir 4 dazu. Nun rechnen wir plus 5x. Links kommen 5x dazu. Rechts heben sich plus 5x und minus 5x auf. Jetzt teilen wir durch 14. Links bleibt das x. Rechts ergibt 56 geteilte 14 gleich 4. Als Probe kannst du jetzt die 4 für x einsetzen.